Hier wird gefragt, den Flächeninhalt von diesem Funktionsgrafikbuckel zu berechnen. Da der Sinus von 2x genau dasselbe ist wie 2 mal Sinus x mal Cosinus x, wird diese Funktion bei allen Vielfachen von Pi halbe gleich 0. Was also bedeutet, die Abszisse von diesem Schnittpunkt des Funktionsgraphen mit der x-Achse ist Pi halbe. Was wir also suchen, ist das Integral von 0 bis Pi halbe von diesem f von x dx. Um dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion dieser Funktion. Der Sinus von 2x ist genau dasselbe wie 2 sin x cos x und somit ist dieser Sinus die Ableitung von diesem Nenner. Also werden wir diese Stammfunktion per Substitution bestimmen. Wir stellen u gleich 1 plus Sinus Quadrat von x, u ist also dieser Nenner, dann ist die Ableitung von diesem u gegenüber der Variablen x 2 sin x cos x. Und das ist genau der Sinus von 2x, also ist du dasselbe wie sin 2x dx. Somit können wir also hier per Substitution verfahren und stoßen so auf Stammfunktion von 1 auf u du. Diese Stammfunktion, das ist ln vom Betrag von u, also im Endeffekt ln vom Betrag von 1 plus Sinus Quadrat von x. Da für alle reellen x-Werte 1 plus Sinus Quadrat von x streng positiv ist, können wir die Betragstriche in einfache Klammern verwandeln. Somit haben wir eine Stammfunktion von dieser Funktion gefunden und können jetzt diese Stammfunktion von 0 bis Pi halbe variieren lassen. Das bedeutet, hier drin ersetzen wir zuerst x durch Pi halbe, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir x durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl. Und wir sollen diese zweite Zahl von der ersten Zahl abziehen. Also so. Hier steht also ln von 2 minus ln von 1. Ln von 1 ist aber 0. Also bleibt nur noch ln von 2 übrig und ln von 2 ist ungefähr 0,69315. Das ist ungefähr 0,7. Dieser Flächeninhalt hier beträgt also ungefähr 0,7. 0,7 was? Es sind 0,7 Einheitsquadrate. Das heißt, in dieser Fläche passen ungefähr 0,7 Einheitsquadrate hinein. Und das scheint doch mit der Zeichnung übereinzustimmen. Das heißt, unsere Antwort hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.